Hallo zusammen, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man die Pads des Core Chronos belegt. Wir finden die Pads unter EQ Vector Control und dann unter dem Reiter Pads. Wenn ihr einen Pad Controller wie den Nano Pad 2 von Korg oder das Behringer X Touch Mini benutzt, braucht ihr auch nichts weiter einstellen. Ihr steckt den einfach in den USB-Anschluss und die Pads werden automatisch erkannt und ihr könnt die Pads 1 bis 8 direkt über den Controller spielen. Ich selbst nutze im Moment einen Behringer X-Touch Mini. Ich habe hier schon einen Song vorbereitet, in dem Fall Chandelier von Sia, und zeige euch hier jetzt, wie man das Ganze einstellt. Als erstes gehen wir natürlich wieder in den Pad-Mode über Vector Control und Pads und müssen dann oben den mittleren Schalter Enable Pad Play ausschalten. Das heißt, das rote Licht darf nicht mehr leuchten. Wenn wir Enable Pad Play einschalten, können wir über den Touchscreen die Pads direkt spielen. Einfach draufdrücken und schon klingt der Sound. Über die Höhe können wir die Anschlagstärke bestimmen. Hier oben können wir den MIDI-Kanal für jedes Pad einzeln einstellen. Das hat den Vorteil, dass wir, wenn wir zum Beispiel die ganze Tastatur für ein Klavier brauchen, auf dem Global Channel oder Kanal 1, wie auch immer, wir ein zweites oder drittes Timbre mit dann einem anderen Kanal, zum Beispiel 3, einstellen können, was dann nur über die Pads gespielt wird. Das ist ziemlich oft ganz sinnvoll. Jetzt können wir ganz einfach jedem Pad 8 unterschiedliche Töne zuweisen. Das können wir machen über den Drehregler oder über den Value Fader. Natürlich müssen wir erst in den passenden Ton reinklicken und dazu auch eine Velocity eingeben. Wir können den Ton auch auswählen, indem wir in das Feld klicken, Enter drücken und dann den Ton auf der Taste drücken, den wir gerne haben möchten. Das ist natürlich deutlich einfacher. Über den Button oben rechts können wir eine Fixed Velocity einstellen. Das heißt, egal wo wir drauf drücken und wie wir darauf drücken, der Ton ist immer gleich laut und das kommt dann aus dem Programm. Eine weitere schöne Funktion ist der Chord Assign Button. Wir können einen Akkord auf der Tastatur spielen oder auch jeden beliebigen anderen Ton. Ich nehme hier einfach mal ein G7, den spiele ich. Dann drücke ich den Chord Assign Button und dann auf das Pad, auf dem ich den Akkord oder die Töne haben möchte. Und schon ist der Ton auf dem Pad.